Bienvenido en España. Jetzt sind wir in Roses angekommen, ein bisschen südlich der Berge, also der Pyrenäen-Ausläufer, die an der Küste natürlich enden, in Steilküste. Ich muss jetzt gerade aufpassen, dass dass meine Schuhe nicht nass werden. Ist heute ziemlich ordentliches Windchen und auch deshalb hört ihr hier das Meer so ordentlich rauschen. Sehr, sehr schön hier. Und jetzt erkunden wir mal den Strand. Ich glaube, man kann kilometerweit in die Richtung und kilometerweit in die Richtung gehen. Wir entscheiden uns spontan für die Richtung. Ich muss sagen, im Hintergrund die Berge. Hier vorne natürlich viel Hotels und touristisch erschlossen. Aber hier ist noch richtig was los, im Gegensatz zu Frankreich, wo ja schon so langsam alles eingepackt wird. Oh, da geht mein Herz auf. Ein schwedischer Zimtkuchen, so wie man in Schweden gegessen haben. Mit Möhren. Schwedischer Zimt-Möhrenkuchen in Spanien. Und wir sitzen hier am Strand. Also gegenüber vom Strand, im kleinen Strandcafé. Und jetzt lösen wir die ganze Sache mal auf. Wir sitzen bei McDonald's. Da gehen wir einmal im Jahr hin, um einen Kaffee zu trinken und vielleicht noch ein Softeis zu essen. Aber uns hat ein netter Mensch gesagt, dass es hier Zimtschnecken gibt, beziehungsweise in diesem Fall war es Zimtkuchen. Und da haben wir einfach heute mal zugegriffen. Guckt euch mal die Berge an, die da im Hintergrund sind. Wir beide haben heute Morgen beim chilligen Frühstück, beim chilligen Müsli entschieden, spontan noch einen Tag länger zu bleiben. Weil heute ist zwar kein Regen, aber heute ist so ein bisschen bedeckt. Heute wird gechillt. Und die Berge, die sind zu schade, als hat die Schröders da nicht mit dem Mountainbike drin rumkraxeln. Deswegen werden wir uns eine Tour raussuchen und morgen mal durch diese Berge da fahren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die Frage ist, ob wir das nachvollziehen können oder ob wir uns wieder dort erklären. Was sagst du zu unserem Ausflug? Das ist das Salz in der Suppe jedes Mountainbikers. Richtig klasse hier. Die Schröders haben echt eine an der Gurke. Aber sehr schön hier, ne? Nachdem wir aus dem Ort Roses rausgefahren sind, wurde es immer ruhiger, weil wir jetzt quasi ja den 2. November haben und da nur so Vorhäuschen standen. Die Vorhäuschen wurden immer teurer. Und vor ungefähr einem Kilometer hat es aufgehört und da ist nur noch Schotterweg. Und das ist hier ein Fahrradparadies, ein Blick schöner als der andere. Und ganz unten, direkt am Wasser, geht auch noch so ein Wanderweg lang. Das heißt, hier kannst du sehr schön Fahrrad fahren, mit super Blick und auch wandern. Coole Sache. Hier haben wir nochmal ein schönes Software-Update, mitten in der Pampa. Wir sind den Track gefahren, den der Hans-Peter heute über Komoot runtergeladen hat. Von Roses aus hier so an der Küste entlang. Und dann irgendwann sind wir ja eingebogen auf so eine Schotterpiste und die wurde, nachdem irgendwo so Bunkeranlagen sich befanden, wurde die immer offroadiger, also Mountainbike-Strecke. Sehr, sehr schön, bisschen anstrengend. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter
in Richtung dieser Zipfel, die hier überall abgehen, und sind mal gespannt, wo die Strecke uns hinführt. Ich habe diesen Platz hier, den wir zufällig gefunden haben, um schön aufs Meer zu gucken und hier unseren ganz persönlichen Wendepunkt einzuläuten, mal bei Park 4 Night gesucht. Und siehe da, der ist hier drin und erzählt mir, dass das kleine Wimmelbähnchen, wo du in Roses einsteigen kannst, um dir bequem dieses ganze Kap anzugucken, dass das hier endet bzw. hier dreht. Hier ist auch so ein kleiner Wendeplatz und wieder zurückfährt. Und dieses Wimmelbähnchen haben wir eben schon zweimal gesehen. Einmal auf der Hinfahrt und dann waren die schon wieder zurückgefahren. Eben gerade nochmal. Wenn man dann winkt, dann hupt das Zügelchen auch. Hat es nämlich bei uns gemacht. Und mir sind so Gedanken gekommen, dass das eine tolle Attraktion ist. Ist auch nicht zu teuer, fand ich. Für Leute, die bequem hier hinkommen wollen und mal was von der Landschaft sehen, ohne groß sich anstrengen zu müssen, oder vielleicht können sie es auch gar nicht. Aber ich bin gerade total dankbar, dass ich noch so fit bin und auch konditionell es geschafft habe, mit meinem Fahrrad hier oben hochzukommen. In einer Reisegeschwindigkeit, die besser nicht sein könnte. Man kommt mit dem Fahrrad schon einige Kilometer weit. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt gemacht haben. Und man kommt auch wieder zurück. Und das ist ein sehr, sehr schönes Dasein. Und wenn du überlegst, ich bin gerade am Kaputtgehen, ich habe meine Weste ausgezogen, bin am Kaputtgehen vor Hitze. Wir haben den 2. November. Unfassbar. Und wenn du an Nordostspanien denkst, Costa Brava, da ist für alle was dabei. Wenn du Party machen willst, gehst du nach Lloret de Mar. Ich bin froh, dass die alle da sind. Und wenn du super schöne Wanderungen, Naturerlebnisse und Mountainbike-Touren machen willst, kommst du nach hier, wo wir sind. Hier haben wir mal ein sehr schönes Software-Update mit diesem sehr berühmten und bekannten Cap de Norfeu. Und wir kommen von dort irgendwo so an der Straße entlang und auch hier teilweise auf diesem Wanderweg. Den kann man komplett einmal rumgehen. Und befinden uns jetzt hier und sind noch ein Stück in die Richtung gefahren. Und jetzt machen wir uns auf den Rückweg nach Roses zurück. Herzlich willkommen in Caldes de Maravilla. Das ist ungefähr 80 Kilometer von Roses entfernt in südliche Richtung, in grobe Richtung Barcelona. Da wollen wir nämlich übermorgen hin, weil da wohnt Ritas Bruder mit seiner Frau Marta. Die wollen wir nämlich besuchen. Und der Ort, der ist jetzt ein bisschen im Landesinneren. Und wir haben gehört, hier gäbe es einen Stellplatz mit 5 Plätzen, mit Strom und Abwasser und so. Alles von der Stadt, alles für umsonst. Wollten wir mal testen, das stimmt tatsächlich. Hier sind 5 Plätze, kriegst du Strom umsonst, kannst du Wasser nehmen, kannst du Wasser ablassen. Und da haben wir gedacht, stellen wir uns einfach mal hin. Aber wir wussten nicht, dass so viel Begehr ist hier, weil wir haben noch Glück gehabt. Ein Engländer hat uns gesagt, ich fahre raus. Sind wir reingefahren und dann ging der Run hier los. Da haben wir also Glück gehabt. Sehr schöner Ort. Jetzt gehen wir uns hier mal angucken, was wir schon rausgefunden haben. Hier ist Vichy Catalan, die Abfüllanlage, die haben wir eben gesehen im Vorbeifahren. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Wir haben den Ort bis gestern und ich bis heute Morgen, da haben wir noch nie was von gehört. Rita, was ist dein erster Eindruck von diesem kleinen Örtchen hier? In diesem kleinen Örtchen gibt es ganz schön viele kleine, hübsche, alte Gemäuer.
was auffällt, wenn du hier in diesen Ortsdorfkern reinkommst, ist, dass hier diese katalanischen Freiheitssymbole an den Häusern angebracht sind. Die Kirche, die hinter der Rita ist, da ist ein Riesending dran. Und an den beiden schönen Häusern hier hinter mir sind die Dinger auch dran. Die sehen so aus wie so eine Schleife. Da vorne könnt ihr die erkennen, da und da oben. Weil die Katalanen oder viele von den Katalanen sehr viel Wert darauf legen, ihr Unabhängigkeitsbedürfnis zu zeigen. Hier hat alles zu, ist Mittagspause. Aber selbst hat Brot macht Mittagspause. Guck mal, das soll eigentlich in den Ofen reingeschoben, macht aber erstmal Siesta und ruht sich aus. Hier in diesem Ort gibt es sogar mittelalterliche Ausgrabungen mit einem Dach drüber, wird alles geschützt. Und hier kann man genau sehen, in einem sehr gepflegten Zustand, wie diese alten Häusermauern früher mal waren. Ich habe gerade herausgefunden, dass diese Ruinen hier von 50 nach Christus sind. Das ist ein altes Thermalbad. Aber das ist die neue Version. Die ist auf den Mauern der Alten gemacht, weil dieses alte Thermalbad ist 200 bis 300 vor Christus. Und warum Thermalbad? Weil es hier heiße Quellen gibt. Da kannst du genau erkennen, wie hier dieses Becken ist und wie man da in das Becken so reinging. Und man kann feststellen, die Leute, die damals da reingehen durften, denen ging es gar nicht so schlecht. Vielen anderen wohl. Ich schraube jetzt hier gerade den Berg hoch. Und wo der Berg ist und warum, das hören wir jetzt. Beim Rumgoogeln habe ich in der Nähe dieses Stellplatzes, den ich rausgefunden habe, in Saint-Pierre de Rio irgendwas, sehr schwieriger Name, habe ich rausgefunden, dass es einen Aussichtspunkt gibt und da soll es einen riesengroßen Stuhl geben. Da kann man drauf sitzen und ins Penedès, ins Weinanbaugebiet Penedès schauen. Und da fahren wir jetzt mal hin. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht vom Fahrrad falle, weil während ich gerade filme, fahren wir schräg den Berg hoch. Und wir sind von dem Ort, wo wir übernachtet haben, ungefähr, sagen wir mal, 130 Kilometer entfernt in Richtung Süden, unterhalb von Barcelona ein Stückchen. Genau. Gestern waren wir oberhalb von Barcelona, also nördlich. Und jetzt südlich, ein bisschen im Landesinneren, weil am Strand soll es regnen oder sollte es heute Schauer geben und hier ist Sonne-Wolken-Mix. Und wir stehen schon wieder für Ume frei auf dem Stellplatz, wo wir gestern waren. Da gab es sogar Strom und Wasser und Abwasser umsonst. Und dieser Stellplatz ist auch wieder umsonst. Das ist schon sehr, sehr angenehm, was die Spanier machen. Spanien finde ich gut. Wir schrauben uns immer weiter hier den Berg hoch. Geht relativ machbar gut hoch hier. Nicht zu anstrengend. Und links und rechts überall Weinreben. Und die Sonne steht so ein bisschen schräg, weil wir haben den 5. November. Super angenehm. Und ich hoffe, wir finden diesen Stuhl auch. Und dass die Aussicht wirklich so ist, dass wir sie euch ruhigen Gewissens zeigen können. Freue ich mich schon drauf. Ich bin ein bisschen zerknittert, Fried. Die Landschaft hier ist super schön. Diese Weingebiete, diese Berge im Hintergrund. Aber den Stuhl da, ne? Den habe ich mir eine Idee größer vorgestellt. Scheiße, fährt mal an, ey. Guck mal. Die erzählen alle was von dem Stuhl, ne? Und sitzen kannst du auch nicht vernünftig drauf, ne? Ich habe eine Idee, das ist doch scheiße. Aber guck mal, da geht die Landschaft auch sehr schön weiter. Und da oben ist er. Dann gehen wir jetzt mal hin, das ist der richtige Stuhl. Jetzt sind wir hier angekommen an dem Aussichtsturm mit dem Stuhl hier. Und eben auf dem Platz haben wir jemanden kennengelernt, der hat sich nett mit uns unterhalten. Ein Junge aus dem Dorf, Magi, also Magik geschrieben. C spricht man nicht, so hat er es uns erklärt.
Und der Junge sagte, oh, da müsst ihr unbedingt hin, hier ist ein schöner Aussichtspunkt. Und der Stuhl, der da steht, den habe ich mit dem Kran, weil er Kranfahrer ist, hier oben aufgestellt. Was für Zufälle es doch gibt. Jedenfalls ist das hier ein Aussichtspunkt, wo man wunderschön die Weinberge des Penedès sehen kann. Aber auch, habe ich eben gelesen, die Weinberge sind immer noch mal wieder umringt von Olivenbäumen und diese mediterranen Pinienbäume, damit die Wurzeln hier das Wasser festhalten. Das Penedès ist nämlich sehr, sehr trocken und die Flüsse, die hier sind, also das Wasser aus den Flüssen, das ist sehr, sehr wertvoll, um die Pflanzen zu bewässern. Wir sind von unserer vorgegebenen Komoot-Strecke jetzt mal ein bisschen abgewichen und vom Stuhl oben aus habe ich bei Google rausgefunden, hier gibt es ein Aquädukt. Das habe ich einfach, den Track habe ich einfach bei Google eingegeben und siehe da, der Weg führt uns mit einigen Ups and Downs zum Aquädukt von diesem kleinen Ort, Saint-Père de irgendwas, und sieht so ein bisschen aus wie ein Ex, nur in klein. Aber sehr hübsch, dafür, dass wir nur mal rausfahren wollten, so ein Stündchen die Gegend erkunden, haben wir jetzt schon wieder ganz tolle Sachen gefunden und das Dörfchen haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das heißt, wir machen immer wieder die Erfahrung, wir kommen irgendwo an, haben nette Gespräche auf Plätzen, wo Leute sind und fahren dann nochmal los oder gehen dann nochmal los und erleben so die Welt, wie sie uns gefällt. Hallo. Wir versuchen euch ja schon die ganze Reise lang, die ganzen 5 Monate und 5 Tage zu inspirieren, mal in euch reinzuhorchen und zu überlegen, ob das auch was für euch ist, dieses lange Reisen. Wir sind auf den Geschmack gekommen, wir werden es auch weitermachen. Und wenn ihr noch in der Überlegungsphase seid, ihr müsst wissen, wir stehen hier auf diesem sehr, sehr schön gelegenen Stellplatz mit Blick auf die Weinberge oder Weinhügel und wir sind 3 Fahrzeuge gewesen diese Nacht. Und von diesen 3 Fahrzeugen waren wir mit 14 Monate Reisezeit, die am kürzesten unterwegs sind, weil die anderen viel, viel länger unterwegs sind. Wir standen heute nicht alleine, sondern mit sehr netten Menschen zusammen. Das waren erstmal Leute aus Frankreich, beziehungsweise die Frau ist aus Frankreich, Mann aus Argentinien mit kleinem Sohn, Luca. Und die sind fest im Camper und suchen ihr Glück. Seba ist Argentinier, Lea ist Französin und ihr kleiner Sohn Luca, 2 Jahre. Und die haben sich entschieden, auf Reisen zu sein und hatten erstmal vor, mit dem Zelt zu reisen. Wie genau das geklappt hat, wissen wir gar nicht. Aber sie haben jetzt entschieden, einen alten Camper zu kaufen. Sehr, sehr einfach und damit unterwegs zu sein und siehe da, das klappt. Also die suchen sich hier Stellplätze, wo man Wasser hat, weil ich glaube, sie haben kein eigenes Wasserbassin im Camper. Aber irgendwie klappt es immer und das finde ich toll, dass man in allen Konstellationen Möglichkeiten findet, unterwegs zu sein. Und dann haben wir noch Leute aus Schweden kennengelernt, die waren auch hier, die haben auch hier die Nacht verbracht, der Andreas und die Alexandra. Ganz, ganz nette Menschen, die jung sind, die viel Geld verdient haben, um sich diesen Traum des freien Reisens zu ermöglichen. Und die sind jetzt erstmal ein Jahr unterwegs, haben aber Zeit und Ressourcen, 3 Jahre unterwegs zu sein. Und was dann ist, das wissen sie noch nicht. Und so lernt man auf seiner Reise immer wieder total nette Menschen kennen und super Geschichten. Also, ihr trefft immer wieder interessante Leute, geht einfach los und lebt euren Traum. Hier im Hintergrund seht ihr die Berge von Montserrat. Die leuchten hier heute, als wenn sie unwirklich da reingemalt worden sind. Die sind total klasse. Wir waren schon mal in Montserrat und lassen das dieses Mal aus, weil wir ja am Wochenende Family Time haben mit meinem Bruder und meiner Schwägerin, Andi und Magda. Und das wird auch sehr schön hier in San Sadoni da Noia. Und wir wollen einfach miteinander Zeit verbringen.